Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei Ayuwoki Game Master. Oh mein Gott, Leute, heute werden wir mal Elmo.exe anrufen. Und ihr habt richtig gehört, nicht der liebe Elmo von damals. Ja, Leute, der ist natürlich lieb, Leute. Weil wir werden heute einfach mal die Exe-Version davon anrufen. Elmo.exe, Leute, oh mein Gott. Es ist einfach nur zu heftig, Leute. Lasst jetzt mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mal mehr Trio-Nacht-Videos hier auf diesem Kanal sehen wollt, weil Leute, solange sich XO nicht meldet, der Unbekannte mal auch nicht, dann kann man ja auch mal 3-Uhr-Nacht-Videos machen, oder Leute? Soll ich vielleicht den nächsten Tag öfters 3-Uhr-Nacht-Videos machen, solange bis sich Hagiwagi mal meldet, bis mal was mit Hagiwagi passiert? Weil ich habe gehört, dass mit Hagiwagi so in den nächsten Tagen oder Wochen wieder was passieren wird. Habe ich mal so gehört, Leute. Lasst euch mal überraschen. Also, und dann würde ich sagen, Leute, werden wir jetzt mal die Nummer von Elmo.exe, weil Leute, die ist ja bestimmt im Internet. Bestimmt bekommt man die aus dem Internet. Weil, Leute, ich hoffe nicht, dass wir ein Rätsel machen müssen, weil was wir mussten ein Rätsel machen bei Peppa Woods. Und Leute, wir werden wohl kein Rätsel machen müssen, Leute. Ich guck mal im Internet nach der Nummer, natürlich auf meinem Undercover-Handy. Ich gebe mal ein Elmo.exe Nummer, okay, Leute. Dann wollen wir doch mal schauen, was da kommt. Oh mein Gott, da ist eine Nummer. Wollen wir da mal drauf gehen? Wollen wir die mal anrufen? Ich hoffe, die hat halt auch WhatsApp, sodass wir dem auch schreiben können. Okay, Leute, tatsächlich, die Nummer hat WhatsApp. Wir können der schreiben, wir können Sprachanruf machen, Videoanruf, das Übliche. Okay, Leute, wir machen mal Videoanruf, weil ansonsten wird es ja nicht FaceTime heißen, Leute. Wir machen jetzt einfach mal Videoanrufe. Okay, Leute, ich drücke jetzt auf. Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt drauf gedrückt. Leute, ich bin so gespannt, was. Ich bin jetzt so gespannt, was passiert. Und Elmo, hallo? Ah, Nebio, Elmo, komm und Forky, her. was wollt ihr Wir von haben dich mir? angerufen, Oh, damit du Gottes Willen, ihr seid so nervig. Oh, hierher wenn ihr so weitermacht, komme ich hierher. Ich schwöre euch, ich komme Elmo, hierher. Und hör auf, mich so zu Elmo, nennen. ja, Nebio, wenn du Leute, mich noch einmal wie geht beleidigst, denn ich komme hierher. Elmo? Ich schwör's dir. Ich reg es gleich auf Elmo, und dann komme ich hier komm doch sofort jetzt her. mal. Nebio. Es hat gar keinen Ja, Zweck, wenn mich du weiter kommen zu willst, dann beleidigen leg und doch mich auf. Elmo zu nennen. Hihi, leg auf, Wenn du mich Elmo. Elmo nennst, dann werde ich dich jetzt halt auch nur noch Elmo. Elnevio-Momo nennen. Nevio-Momo ist doch auch gut. Oder Elnevio-Momo. Naja, ich komme Game jetzt zu Master. dir. Also, Stau Staunevio, Elmo. ich werde Okay, dich Leute. jetzt Wir müssen jetzt zerfleischen. Elmo Hihi, den ich bin dich liebe Elmo.exe ein Elmo. bisschen provoziert haben, sodass die jetzt hierher kommen müssen. Leute, ich bin mir so sicher, dass der hierher kommt. Leute, wir warten jetzt einfach mal so ein paar Minuten. Nein, das darf einfach nicht wahr sein. Nevio hat mich geärgert und provoziert und verärgert und alles Mögliche. Ja, das werde ich ihm jetzt heimzahlen. Nevio, Nevio, ich komme. Nevio, ich komme. Leute, das Licht ist jetzt einfach so ausgegangen. Aber habt ihr gehört, da war doch das Geräusch am Lichtschalter. Aber hier ist nichts. Wir machen das Licht mal nochmal an, dass wir besser sehen können. Hey, jetzt gehen ja einfach die Lichter aus. Was ist das? Mein Gott, Leute, vielleicht ist Elmo auch schon gekommen. Vielleicht ist ja der Elmo.exe hier. Leute, sollen wir vielleicht mal gucken? Ey, nein, vielleicht ist der ja im Keller, Leute. Wir müssten mal im Keller gucken, Leute. Ja, wir gehen mal runter. Leute. Wir gehen, oder Leute, wir riskieren es mal, wir gehen jetzt mal ohne Waffen gucken, Leute. Nur weil ihr ein Like da gelassen habt. Ansonsten würden wir das nicht machen. Das ist jetzt heute eine Ausnahme, Leute. Leute, wo ist Elmo jetzt hier? Also, Leute, ich sehe nicht. Vielleicht war es auch doch nicht Elmo. Vielleicht war es ja wegen dem Wind oder das war irgendein Stromproblem. Vielleicht Stromausfall. Leute, es kann ja auch alles sein. Mann, hey, Leute, ich glaube, Elmo ist hier wohl nicht so, Leute. Wir rufen mal, oder Leute, wir können ja mal bei seinem Namen El Momo rufen. Vielleicht ist er dann wieder richtig sauer. El Momo, wo bist du? El Momo, ich dachte, du kommst. El Momo, wo bist du? Ich rufe jetzt noch einmal, oder soll ich dreimal rufen? Oder fünfmal, oder zehnmal, oder hundertmal, oder Leute? Ich würde sagen, wir machen mal einmal, weil es ist halt auch immer jetzt hier nicht kalt. Und wenn Elmo jetzt hier im Keller nicht ist, dann ist er auch gar nicht da. Okay, Leute. El Momo antwortet jetzt in 3, 2, 1.
Leute, El Mumu ist nicht da. Dann würde ich sagen, wir müssen jetzt wohl wieder nach oben gehen, Leute. Mann, das kann doch echt nicht sein. Wo ist denn der schon wieder, Leute? Alter, Leute, es wird jetzt hier echt zu kalt. Ich muss jetzt echt wieder nach oben gehen. In unser Hauptquartierzimmer, Leute. Alter, Leute, jetzt habe ich auch noch Schluck auf hier. Hilfe. Ich werde wahnsinnig, Leute. Und ihr kommt mit. Mann, Leute, Elmo war einfach nirgendwo aufzufinden. Oder El Mumu. Oder Leute, sie sagen jetzt mal Elmo.exe, weil El Mumu ist sein Spitzname, Alter. Dieser Elmo.exe war einfach nirgendwo aufzufinden, Mann. Ihr habt gerade alle in die Kommentare geschrieben, ja, weil ich im Keller war. Hier bei meiner Schulter drauf. Hey, Leute, das ist alles komisch. Komisch. Blau und rot. Oh mein Gott, was wäre das für eine wirre Kombination? Aber Leute, vielleicht könntet ihr ja recht haben. Ich muss mir die Aufnahme anschauen. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, Elmo. Dann müsste ja noch Elmo hier im Zimmer sein. Vielleicht ist auch Elmo dann eben abgesprungen, als ich es nicht gemerkt habe. Leute, die Tür ist zu. Also Leute, wenn wir Glück haben, ist Elmo hier im Zimmer und der kommt nicht raus. Oh mein Gott, Leute. Wenn Elmo im Zimmer wäre, dann müssten wir ihn jetzt direkt fangen. Dann müssten wir jetzt direkt für ihn eine Falle aufstellen. Leute, Elmo. Leute, wir müssen doch jetzt irgendwas so mit ihm fangen. Wir dürfen ja auch nicht so laut sein, habe ich vergessen. Nicht, dass er dann noch hier irgendwie abhaut, Leute. Kommst du in irgendwas, das groß genug ist? Brauchen wir. Jetzt eine Box. Ist hier vielleicht irgendeine Box, wo man Elmo einsperren könnte? Nee, Kokett. Nein. Ah doch, Leute. Ich hab's. Ich glaube, die Verpackung. Oder ist die Verpackung leer? Ah fuck, Leute, die ist nicht ganz leer. Leute, oh Mann. Wo ist denn hier was? Leute, wenn nicht, dann müssten wir halt im Notfall Elmo einfach so fangen. Oder mit dem Stickeralbum, oder Leute. Oder sollen wir es doch mit dieser Pringles-Tüte machen, Leute? Was sollen wir machen? Die ist offen, dann müssten wir Elmos Kopf da reinstecken. Da ist dann noch ein bisschen was drin, aber naja, Leute, das wird schon irgendwie klappen, Leute, okay. Leute, ich glaube, ich habe Elmo gesehen. Leute, guck mal, wir gehen mal weit genug weg. So, Leute, ich glaube, da ist Elmo. Nein, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich brauche irgendwie Hilfe. Okay, Leute, er redet gerade. Er will sich jetzt also Verstärkung holen. Okay, Leute, das ist die Gelegenheit. Jetzt fangen wir mit der Schiedsrichter. Vorsichtig, Kamera. Oh, Mann. Kamera abstellen, jetzt aber mit nicht ordentlich. Mann, jetzt geht mein neues Handy einfach kaputt von der Scheiße. Ja, und okay. Ha, Elmo, wir haben dich. Leute, er muss jetzt ganz schnell hier rein. Oder mit dem Kopf oder Uhr. Leute, guck mal. Guck mal, Leute, jetzt haben wir eine Partydose. Elmo steckt einfach drin mit offenen Armen. Oh mein Gott. Hahaha, Elmo, jetzt haben wir dich geschnappt. Leute, wollen wir mal gucken? Leute, der passt sogar noch tiefer rein, Leute. Dann haben wir eine Partydose. Oh mein Gott. Elmo, wir haben dich. Nein! Ihr Arschlöcher, was habt ihr mit mir gemacht? Hey, Elmo, hör doch mal auf, uns zu beleidigen. Wir haben dir nichts getan. Oh mein Gott, Leute, wir müssen diesen Elmo ausleihen. Der hat bestimmt irgendein Geheimnis.